herzlich willkommen zum zweiten SPD-Zukunftsdialog. Was folgt aus der Corona-Krise? Mein Name ist Daniel Finger und ich bin der Moderator dieses Dialoges. In den letzten Monaten ist viel passiert, das wissen wir alle. Und wir sprechen in dieser Reihe über Dinge, die sich mit Corona geändert haben und auch über Dinge, die sich ändern sollten. Heute ist unser Thema der Schulausfall. Schülerinnen, Lehrerinnen und Eltern im schulischen und sicher zum Teil auch seelischen Notstand. Wir wollen wissen, wie geht es weiter im neuen Schuljahr? Wie können wir Bildung besser machen, vor allem vielleicht auch gerechter machen? Wie können wir Eltern und Familien aus ihrer Überforderung heraushelfen? Und was wird denn demnächst alles noch auf uns zukommen in den nächsten Monaten? Das sind einige der Themen, die wir heute besprechen möchten. Und wir haben schon im Vorfeld gemerkt, dass Sie ganz großes Interesse daran haben. Wir haben schon sehr, sehr viele Fragen bekommen. Einige davon werde ich auch mit in die Moderation einfließen lassen. Können jetzt weiter Fragen stellen und zwar einfach immer unter dem Video kommentieren. Und wir werden uns bemühen, möglichst viele davon heute auch anzusprechen und zu beantworten. Übrigens für alle, die heute das erste Mal dabei sind, wir duzen in unseren Runden. Die Genossinnen und Genossen duzen sich ohnehin alle. Und dann geht es bei uns weniger durcheinander. Vielleicht rutscht einem oder dem anderen aber auch mal das Sie raus. Wir sind zum Teil hier im Willy-Brandt-Haus vor Ort, zum Teil auch zugeschaltet. Bei mir vor Ort sind die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken und der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Ebenfalls bei uns Dejan Mihalovic. Er ist im Vorstand von D64 zuständig für Bildung. Er ist Fachberater für Unterrichtsentwicklung und Beauftragter beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg. Und er ist aber auch ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Realschullehrer. Zugeschaltet ist bei uns die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Bettina Martin. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Und für verschiedene Schwerpunkte unseres Dialogs gesellen sich dann nachher noch Kai Marz zu uns. Er ist Professor am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und auch Katharina Zweig, Leiterin des Algorithm Accountability Lab der TU Kaiserslautern. So, wir wollen jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie das kommende Schuljahr aussieht, aber erstmal vielleicht auch eine Bestandsaufnahme machen, wo wir heute stehen. Lars, in welcher Situation befinden wir uns jetzt? Was haben die Corona-Monate mit den Familien und auch mit denen, die unterrichten, gemacht? Ja, das kann ich beantworten jetzt unter dem Eindruck, dass ich wirklich gerade 3 Tage im Wahlkreis war, also gerade aus dem Zug hier auf diesen roten Sessel. Und das Thema Bildung, das Thema Familien, das Thema, wie geht es weiter mit den Kindern, hat eine riesige Rolle gespielt. Also egal, wo ich war, ob ich in Unternehmen war, ob ich bei Sportvereinen war, bei Kulturschaffenden, die ich heute getroffen habe. Also es gibt eine große Angst, dass die junge Generation ja, ein Jahr verloren hat. Und vielleicht noch weitere Zeit verliert auf ihrem Weg, weil wir nicht gewährleisten können, dass die Schulen optimal aufgestellt sind. Und deswegen, also sage ich jetzt auch mal, ich bin Niedersachse, also wir gucken jetzt natürlich, wie läuft das in Mecklenburg-Vorpommern, was kann man da lernen, bis bei uns die Schule anfängt. Alle bereiten sich vor. Ich habe Schulen erlebt, die sich da optimal darauf vorbereiten. Ich habe Schulen, die warten eigentlich eher, was macht die Verwaltung, was macht die Politik. So, das ist, glaube ich, das eine. Und das andere auch, überall Thema Digitalisierung. Und sage ich jetzt auch mal, Saskia und ich kennen uns ja sozusagen aus dem Digitalisierungsbereich im Deutschen Bundestag und wir haben schon vor ein paar Jahren gesagt, digitalisiert die Schulen, investiert da ordentlich, guckt, dass ihr die Lehrerausbildung verändert. Und jetzt nicht ganz uneitel, sage ich mal, hätte man auf uns vorher gehört, dann wären wir vielleicht durch so manche Situationen in der Corona-Zeit besser durchgekommen. In der Tat kenne ich euch ja auch von vielen Digitalisierungsveranstaltungen in Berlin und anderswo und habe auch oft gedacht, jetzt ist vieles Thema, was wir in kleineren Kreisen schon über viele Jahre besprochen haben. Aber bevor wir über Digitalisierung sprechen, Saskia, wir haben ja beim letzten Mal, beim ersten Dialog schon darüber gesprochen, wie extrem unterschiedlich die Erfahrungen jetzt in der Zeit der Kontaktbeschränkungen waren. Und das hat viel auch zu tun mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Also damit durchaus, wie groß das Bankkonto ist, aber auch wie groß die eigene Wohnung ist zum Beispiel, wie viel Zeit man zur Verfügung hat, wie gut man sich die frei einteilen kann. Wie deutlich merkt man diese Unterschiede, gerade auch wenn wir über Schule sprechen? Wenn jetzt in den letzten Wochen und Monaten doch vieles auch über digitale Kanäle erledigt wurde, was Schule anbelangt, wenn was kam und wenn das gut gemacht wurde, dann hat man trotzdem nicht alle Schülerinnen und Schüler erreichen können. Denn der eine, die andere hat kein Netz zu Hause. Oder keinen Arbeitsplatz, wo man in Ruhe auch wirklich Aufgaben erledigen kann oder mal was recherchieren. Und bei vielen fehlt eben auch das Endgerät. Und da sind wir wirklich in den letzten Wochen, Monaten Gefahr gelaufen, Schülerinnen und Schüler zu verlieren tatsächlich. Auch den Kontakt zu verlieren. Das werden sich ja auch Lehrerinnen und Lehrer heute Abend noch mal bestätigen, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, jetzt auch wieder zu einem Unterricht zurückzukehren, weil die richtig draußen sind auch zum Teil. Und das ist sicher auch die Befürchtung der Eltern, dass Eltern eben sagen, wie kriegen wir jetzt da wieder eine Richtung rein, damit auch erfolgreich auf den Schulabschluss hingearbeitet werden kann. Welche Bildung nehmen die eigentlich mit? Und ich nehme an, genauen Überblick
werden wir jetzt auch erst bekommen, wie viele Kinder möglicherweise, du hast gesagt, verloren sind oder zumindest sehr große Schwierigkeiten zu haben. Ja. Ich habe jetzt so die ersten Zahlen gehört, es gibt die ersten Studien, dass die Hälfte der Kinder nicht mal telefonisch Kontakt einmal die Woche mit den Lehrern hatten oder so, geschweige denn digital. Also vieles ist da wahrscheinlich noch ein großes Fragezeichen. Deren, jetzt unterrichtest du ja selber an einer Schule. Du hast mir verraten, dass die Schülerinnen und Schüler dort jetzt nicht aus den privilegiertesten Verhältnissen stammen. Wie sind die Schüler und ihre Familien klargekommen? Hast du auch die Befürchtung, dass da vielleicht einige, so wie Saskia gesagt hat, verloren sind oder schwer erreichbar jetzt? Also mit dem Verlorengehen habe ich so ein bisschen ein Problem, weil ich weiß nicht, wo sie verloren, also hingehen, verloren gehen sein sollen. Also ich glaube... Ich würde sagen, die Kontakt verloren Ja, klar, aber es hört sich so ein bisschen an nach dem Motto, die hat irgendwie so ein lerntechnisch, also ganz viel Inhalt verpasst und jetzt ist es eine... in so einen Einstimmen in ihrem Lebensbiografie, den sie nicht mehr aufholen können. Und da habe ich ein bisschen Probleme mit. Also wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben die Pandemie. Also bei all dem, was wir jetzt diskutieren, wir haben die Pandemie. Wir wollen natürlich das Beste daraus machen, das stimmt. Aber in den ersten Monaten war erstmal die Aufgabe bei uns an der Schule, zu schauen, dass wir sie irgendwie abholen mit dem, wie es ihnen einfach geht. Das heißt, wir hatten einfach die Voraussetzungen waren zu Hause sehr unterschiedlich. Das heißt, es gab zum Teil Existenzängste, es gab zum Teil auch Schülerinnen und Schüler zu Hause ganz viel mitarbeiten mussten, teil mehr als vorher. Also manche haben zum Beispiel erzählt, dass sie vorher schon ziemlich viele Mails beantworten mussten, übersetzen mussten für ihre Eltern. Jetzt kamen noch mehr Mails, die sie übersetzen mussten zum Beispiel. Oder dass eben Geräte da waren, also beschränkt, vielleicht ein Gerät für mehrere Geschwister oder ein Raum mehrere Geschwister und dann zur gleichen Zeit aber in Videokonferenz drin sein mussten. Das heißt, die Voraussetzungen waren sehr, sehr bescheiden. Und man hat eigentlich jetzt in den letzten Monaten hat man so ein bisschen erfahren können, auch welche Hausaufgaben eigentlich zu machen sind im Bereich Digitalisierung, aber auch welche Zustände eigentlich beim Lernen an sich herrschen. Ich meine, diese Zustände sind ja auch so da. Also wenn ich nur mit Heft und Buch zu Hause arbeite, ist es ja auch nicht so optimal, wenn ich mit 6 Geschwistern einen Raum teilen muss oder zu Hause irgendwelche Sachen noch erledigen muss. Mhm. Bettina Martin, jetzt ist Mecklenburg-Vorpommern das erste Bundesland, das die Schulen wieder öffnet. Bei euch wird sich also ein bisschen früher als überall anders zeigen, wie gut eure Ideen in Sachen Corona-Prävention und auch in Sachen Pädagogik sind. Jetzt hat Mecklenburg-Vorpommern Gott sei Dank nicht so viele Corona-Erkrankten in Deutschland. Trotzdem, wie nervenaufreibend war das in den letzten Wochen, solche weitreichenden Entscheidungen zu treffen? Und da müssen ja auch wahrscheinlich unglaublich viele Leute eingebunden werden. So ist es. Das ist eine Riesenherausforderung. Und es ist schon so, wenn wir uns anschauen, wenig Unterricht vor den Ferien war. Wir sind Mitte Juni in Ferien gegangen, hatten einen Tag Schule pro Woche nach dem Lockdown im März, haben dann im April einen Tag Schule angeboten für die Abschlussklassen ein bisschen mehr. Das ist schon sehr eingeschränkt gewesen und ich sage immer vor dem Hintergrund, dass wir Infektionszahlen hatten jetzt in den letzten Wochen von 0 über Tag hinweg bis zu 1, war es einfach überhaupt zu vertreten, dass wir alles öffnen in allen Bereichen der Gesellschaft, zum Piercing-Studium, Tattoo-Studio, war alles offen und die Schülerinnen und Schüler haben ganz eingeschränkte Bildung bekommen. Ich fand, das ist ein Zustand, den müssen wir jetzt wirklich beenden und das ist natürlich eine große Herausforderung. Wir sind natürlich im ständigen Austausch, du hast gefragt, mit wem habt ihr das alles beraten? Natürlich haben wir im ständigen Austausch gestanden und stehen immer noch mit den Gesundheitsexperten im Land, mit der Gesundheitsbehörde, aber auch den Wissenschaftlern. Und natürlich haben wir immer, und wir haben das Glück hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben das Bündnis für gute Schule, das sind Verbände, Vertreter von vor Ort, Lehrervertreter, Schulleitungsvertretungen, also wirklich breite Gruppe von Praktikerinnen und Praktikern, mit denen haben wir das vorbereitet. Und trotzdem ist es natürlich so, die Pandemie ist kein statischer Zustand. Wir haben einen Hygieneplan aufgestellt vor den Ferien, haben den Schulen gegeben und haben aber natürlich 10 Tage vor dem Schulstart, jetzt vergangenen Montag, nochmal nachgeguckt und wir haben nochmal neue Lockerungen eingezogen. Und dann hat sich jetzt aber doch noch in den letzten 2 Wochen ja einiges ergeben, auch in ganz Deutschland. Die Zahlen sind hochgegangen. Bei uns, wir sind immer noch super durch die Krise gekommen, haben die geringsten Zahlen, aber wir haben jetzt trotzdem auch uns entschieden für eine Maskenpflicht. Haben jetzt vorgestern im Kabinett noch entschieden. Das ist so, das ist Herausforderung, aber unsere Schulen haben es wirklich großartig gemeistert, den Start. Wir haben keine Abstandsregeln mehr in den Klassen. Überall außerhalb der Klassen haben wir strenge Regeln, inklusive Maskenpflicht. Das ist für alle hart, für alle schwer, aber das läuft super. Ich war heute gerade in der Grundschule, die Kinder sind voller Freude, wieder im Unterricht zu sein.
Und wir müssen das natürlich ganz engmaschig begleiten und auch die Situation des Infektionsgeschehens uns angucken. Viele Reiserückkehrerinnen und so. Wir müssen eben gucken, dass wir das ständig anpassen. Das ist kein statischer Zustand. Ja. Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick. An dieser Stelle möchte ich dann gerne, wie angekündigt, Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation zu uns bitten. Er hat mit der Expertengruppe der Friedrich-Ebert-Stiftung die Empfehlungen für das Schuljahr 2020/2021 verfasst. Kai, ich hoffe, dass du jetzt auch gleich auf meinem Bildschirm auftauchst. Ja, wunderbar. Bevor ich dir eine Frage stelle, möchte ich vielleicht noch mal sagen, worum es auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern geht, die uns Fragen stellen. Also ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit beschäftigt sich mit zwei Themen. Die einen machen sich große Sorgen, ob, wenn die Kinder zur Schule gehen, nicht dann doch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko herrscht. Das bekomme ich nicht nur hier im Internet mit. Ich bin mit einem Taxifahrer hergefahren, der gesagt hat, er überlegt, seine Kinder die ersten zwei Wochen erstmal gar nicht zu schicken, weil die kommen ja jetzt alle aus den Ferien. Das war eine große Sorge. Es schreiben uns auch Leute hier. Eine Frau schreibt, sie ist sauer auf ihre Freundin. Diese Lehrerin kommt jetzt aus dem Ausland und will sich nicht testen lassen. Ja, also das ist ein Muster. Kann man mit 30 Kindern in einer Schule mit oder ohne Masken überhaupt dafür sorgen, dass man sich nicht infiziert? Und dann gibt es sehr viele Leute, die sagen, bitte schafft doch endlich wieder ein bisschen Normalität. Das müssen die Kinder erstmal bekommen, aber wir auch als Familie. Michael Göller schreibt zum Beispiel, sorgt bitte dafür, dass unsere Kinder Unterricht haben. Wir haben 4 Kinder. Meine Frau hat 11 Wochen unsere Kinder zu Hause unterrichtet. Mit 4 ist das bestimmt schwer. Und er schließt mit, wir hoffen auf die SPD. Ja, also da ist er hier an der richtigen Adresse. So, vorneweg vielleicht nochmal die Empfehlung. Der Expertengruppe kann sich jeder runterladen und durchlesen. Es lohnt sich, sind 45 Seiten. Aber an dieser Stelle, für alle die es noch nicht getan haben, Kai, was sind eure wichtigsten Ratschläge für die Zeit der Schulöffnung jetzt? Also ich denke, man muss jetzt berücksichtigen, die Empfehlung haben wir Ende Mai veröffentlicht und in der Zeit, und das ist ja eben in der Diskussion schon deutlich geworden, ist viel passiert und diese Dynamik muss man aufnehmen. Dennoch würde ich vielleicht auf 4 Bereiche eingehen, die auch das so ein bisschen tangieren, was du gerade mit gesagt hast. Also eine Aufgabe jetzt für die Wiedereröffnung der Schulen ist meines Erachtens, dass wir lernen müssen, akzeptieren müssen, mit Unsicherheit umzugehen, auch vorbereitet zu sein. Und wir haben das in unserer Stellungnahme sehr deutlich gemacht, dass Schulen sich vorbereiten müssen, auch auf hybride Formen, also ständig in der Lage sein müssen, zwischen dem Präsenzunterricht und dem Fernunterricht auch wechseln zu können. Wir haben aus den Wochen vor den Sommerferien gelernt, dass Kommunikationswege in den Schulen, selbst unter der Belegschaft, nicht optimal sind, dass die Kommunikationswege zu den Familien nicht optimal sind. Auch das ist etwas, was man, glaube ich, in den Blick nehmen muss. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist, darauf deuten auch erste Untersuchungen hin, wir werden Lernrückstände bei den Schülerinnen und Schülern haben. Und es geht darum, diese Lernrückstände jetzt am Beginn des Schuljahres möglichst schnell zu identifizieren, um dann auch spezifische Angebote zu entwickeln, um diese Rückstände bei bestimmten Schülergruppen auch möglichst schnell wieder abfangen zu können. Das setzt voraus, dass wir hier eine gewisse Kontinuität in den Angeboten haben. Also die Idee, wir entwickeln jetzt mal schnell ein Förderprogramm, das wir für ein paar Wochen oder Monate implementieren, die wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen jetzt Lösungen, um mit dieser Situation umzugehen, die möglicherweise über das gesamte Schuljahr gehen. Dritte Herausforderung, wir werden in den Schulklassen möglicherweise mit einer größeren Leistungsspreizung zu tun haben. Und der Umgang mit Leistungsheterogenität in einer Schulklasse, das kennt, glaube ich, jeder, der unterrichtet, das ist übrigens an den Hochschulen, in den Seminaren genauso, ist vielleicht die größte Herausforderung, die wir im Bildungssystem haben. Und diese Herausforderung wird größer werden. Das setzt ganz viel Potenzial bei den Lehrkräften voraus. Das setzt voraus, dass man sich auch in diesen Bereichen nochmal spezifisch schult, beziehungsweise hier auch entsprechende Angebote macht. Und der vierte Bereich, um jetzt nicht die 45 Seiten hier zu zitieren, den würde ich denken, wir brauchen Verlässlichkeit. Da Verlässlichkeit in Zeiten einer hohen Dynamik, in einer Pandemie schwierig ist, würde ich es darauf reduzieren, dass wir Verlässlichkeit in unseren Kommunikationsstrukturen und Kommunikationsformen brauchen. Und die haben mir vor den Sommerferien oftmals gefehlt. Und wenn ich jetzt die Situation beobachte, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass sie immer noch nicht richtig implementiert sind. Meine Kinder gehen in Brandenburg zur Schule und wir haben heute Donnerstag, am Montag startet die Schule. Es gibt noch keine Informationen, wie der Regelbetrieb im neuen Schuljahr aussehen soll. Also es wird morgen wahrscheinlich eine Information irgendwie aus der Schule geben. Man bekommt erste Informationen aus den Medien und das finde ich, das ist unnötig, so etwas, dass die Information eben nicht da
herkommen, wo sie letztendlich auch verantwortet werden, sondern dass sie stückchenweise von woanders kommen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir über unsere Kommunikationsstruktur und Kommunikationskonzepte, gerade in einer Zeit, die von Unsicherheit und großer Sorge, von Sorge gekennzeichnet ist, dass wir darüber nachdenken. Finde ich einen sehr guten Impuls. Ich würde zwei Fragen, also das finde ich ja gut, wie kann man das besser kommunizieren? Es ist in der Tat auch so, ich habe mal in einem meiner Podcasts darüber gesprochen, wie leicht oder schwer das in den verschiedenen Bundesländern war, auch überhaupt rauszufinden, welche Regeln jetzt in der Corona-Zeit herrschen und wie Leute an diese Regeln kommen, wenn sie kein Internet haben. Also ältere Menschen zum Beispiel, die keinen Flyer bekommen haben, die dann angewiesen waren auf Leute, die sie angerufen haben, gesagt haben, da und da brauchst du eine Maske. Hier haben wir anscheinend was Ähnliches mit Informationen über Schule. Wobei man denken sollte, da gibt es ein paar mehr Wege. Ja, es gibt ja auch Briefe, die die Eltern erreichen. Aber wahrscheinlich werden die den Kindern nur mitgegeben und das funktioniert eben im Moment nicht. Aber ich würde mit einer Frage anfangen wollen. Also Bettina hat ja schon gesagt, das wird kein, ich übersetze es mal, kein normales Schuljahr. Wir müssen die ganze Zeit gucken, wir müssen jederzeit bereit sein, auch unsere Maßnahmen wieder anzupassen, den Unterricht vielleicht auch wieder zu ändern. Gleichzeitig gibt es ein Riesenbedürfnis in verschiedenen Stellen zu sagen, nee, jetzt ist wieder alles beim Alten. Was glaubt ihr, wie wird es dann wirklich werden im nächsten halben Jahr? Wer traut sich zuerst? Also ich glaube, es wird weiterhin Schulen, das muss man vielleicht mal vorneweg sagen, Schulen sind große Meister darin, erstens wechselnde Situationen und zweitens auch Mangelsituationen zu meistern, weil das eigentlich Alltag ist in Schulen, deswegen sind die da ganz gut drin. Aber ich gebe Kai auch durchaus recht, es fehlen ihnen die Strukturen, um da auch gut mit umgehen zu können. Also schnell kommunizieren zu können, zum Beispiel mit Eltern. Dazu musst du jedes Jahr wieder von Neuem eben E-Mail-Verteiler aufbauen oder WhatsApp-Verteiler oder was es auch immer ist. Am liebsten hätten wir Kommunikationsmittel, die vielleicht auch noch datensicher sind und sowas alles. Ja. Mhm. Und da, ich glaube, da wären die Schulen gut beraten, eben Unterstützungssysteme auch zu haben. Man würde wirklich den Kindern und man würde auch den Lehrkräften natürlich wünschen, ein Stück Rückkehr zur Normalität, auch den Eltern übrigens, weil es eben auch Verlässlichkeit ist. Aber wir leben in Zeiten, insbesondere mit Corona, wo man das nicht geben kann und wo man nur sagen kann, wir setzen alles drin, um eben eure Kinder bestmöglich zu versorgen. Und wir müssen ein bisschen flexibel sein, alle zusammen. Dann kriegen wir es aber auch hin. Mhm. Lars? Ich glaube, der wichtigste Punkt, den Kai gesagt hat, war der am Anfang, und das merke ich auch in den Gesprächen, die ich jetzt war, so in zwei, drei Schulen habe, die besucht habe, mal gefragt, wie es da denn läuft. Und diese neue Normalität, also diese Phrase ist jetzt so ein bisschen schon häufig benutzt, aber darum geht es ja eigentlich. Also Corona war nichts, was jetzt für ein paar Wochen mal da war und jetzt ist das Gott sei Dank vorbei, sondern wir wissen nicht, wie lange das dauert. Es wird immer wieder jetzt vielleicht Situationen geben, auf die man, das ist gesagt worden, flexibel reagieren muss. Und das Denken muss erstmal verankert werden. Und ich habe bei manchen, will ich einfach sagen, also ich habe bei manchen Eltern, bei manchen Schülern, bei manchen Schulleitungen, bei manchen Lehrern vielleicht den Eindruck gehabt, man hofft, dass es das jetzt war. Und jetzt geht es wieder zurück zum Status quo. Das würde ich mir auch wünschen. Ich glaube es aber nicht. Also ich glaube es einfach für, ich weiß nicht, für welche Zeit ich das nicht glaube, aber erstmal gibt es jetzt eine neue Normalität, auf die muss man sich einstellen. So, und da ist dann für mich die Frage, da bin ich kein Experte für, aber das müssten die Schulen jetzt sehr schnell artikulieren. Was bedeutet das eigentlich in den politischen Rahmenbedingungen? Mhm. Weil zum Beispiel im letzten Gymnasium, wo ich war, wurde mir gesagt, wenn wir diese hybriden Formen, die jetzt angesprochen wurden, wenn wir die machen, dann ist das eine ganz andere Belastung auch für Lehrerinnen und Lehrer. Also weil du musst sowohl den Unterricht vor Ort können, als auch den Unterricht digital können. Und dann muss man sich ja fragen, wie kriegst du schnell die Rahmenbedingungen geändert? Und das sind ja die Dinge, die an die Politik artikuliert werden können. Und das sehe ich auch ein, dass man nicht sagt, wir nehmen alles, wie es vorher ist, an Ressourcen und so muss das jetzt dann hybrid funktionieren, sondern dann müssen wir sehr schnell entscheiden. Und letzter Gedanke dazu, und wenn ich dann erkläre, wie lange das dauert, bis man Bildung, also digital parkt und die Beschaffung von Geräten oder sowas, dann sagen die mir immer, bei Corona gingen doch auch ganz viele Sachen ganz schnell und Bildung ist euch doch jetzt auch was wert. Also das muss doch jetzt auch ganz schnell gehen können. Ist vielleicht auch nicht so dumm, aber ich wollte noch sagen, neue Normalität. Wir werden hier viele Begriffe immer wieder sagen, die viele schon nicht mehr hören können. Und ihr habt es ja selber angesprochen, manche Debatten würden wir uns alle wünschen, dass sie schon erledigt sind, aber weil sie es nicht sind, sprechen wir halt drüber und sprechen auch darüber, was wir meinen. Ich habe noch eine Frage. Inspiriert hat mich folgender Kommentar von 0815-Chain. Wenn Hygiene, Abstand und Mundschutz das ist, was wir tun können, wo ist das Problem? Ich nehme das zum Anlass, das mal ein bisschen zu erweitern. Wenn Hygiene, Abstand und Mundschutz das ist, was wir tun können, wo ist das Problem? Und ich würde das gerne erweitern, weil auch in allen Bundesländern
gibt es ja unterschiedliche Regelungen. Es gibt selbst an Schulen, teilweise von Schule zu Schule, unterschiedliche Auslegungen. Es gibt hier in Berlin solche Regelungen wie Mindestabstand im Klassenzimmer ja, im Lehrerzimmer nein, wo man sich dann auch schon fragt, okay, das ist sicherlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Ich nehme an, das hat damit zu tun, dass man Kompromisse machen muss, weil Räume klein sind zum Beispiel, weil man Ressourcen nicht hat. Gern die Frage an alle, aber Bettina, mit dir fange ich mal an, weil du es ja gerade sozusagen alles durchmachen musstest. Wie viele Kompromisse muss man aus welchen Gründen machen, wenn man hier den Schulbetrieb wieder anschubst? Ich habe mich auch gerade gemeldet, dass ich gerne was sagen will, weil es in der Tat nicht so ist, dass jede Schule das macht, wie es will, wie sie will, mit dem Abstand bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben mit der Kultusministerkonferenz entschieden gemeinsam, dass wir in den Klassenräumen den Mindestabstand aufgeben. Und das ist nicht aus Spaß und Tollerei, sondern wir müssen uns entscheiden. Entweder geben wir den Mindestabstand in den Klassenräumen auf und können Unterricht machen, können Schule machen, oder wir halten den Mindestabstand mit 1,5 Meter in den Schulklassen und können einen Tag pro Woche Schule machen. Und ich halte es, wir haben es eben von vielen gehört, ich halte es nicht für verantwortbar, dass wir die Kinder nicht in die Schulen mehr lassen. Für Monate, ohne es abzusehen. Und es hat auch was mit den Familien zu tun. Wir haben jetzt gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern, wir machen einen klaren Hygieneplan, die Kinder, also die Schüler in die Schule zu holen, einen verlässlichen täglichen Regelbetrieb, wenn es notwendig ist, auch hybrid, also auch mit ergänzenden Formen digitaler Lehre, aber in den Schulen täglichen Regelbetrieb. Und wir müssen wirklich schauen, dass wir das so gut wie möglich hinkriegen, und alle sich auch an die Regeln halten. Und wir haben in Mecklenburg-Vorpommern, wie gesagt, die niedrigsten Infektionszahlen. Von dem Hintergrund muss das gelingen. Und wir appellieren jetzt auch an alle, natürlich außerhalb der Schule, weil das Coronavirus ist ja nicht in der Schule. Am ersten Schultag war da kein Virus. Das heißt, die Leute, die Gesellschaft bringt das Virus mit rein in die Schulen. Und wenn wir wenn es gelingen soll, dass wir Bildung machen können, gerne auch hybrid, da können wir gerne noch drüber reden. Das ist wichtig und dass wir uns da gut aufstellen und viel lernen aus dieser Krise. Aber ich halte es trotzdem für notwendig, dass alle sich anstrengen, dass das Virus außerhalb auch von Schule eben, dass alle vorsichtig sind und nicht die Kinder sozusagen in den Schulen gefährdet werden, dadurch, dass außerhalb die Leute unvernünftig sind. Und wir haben einen klaren Plan. Die Schulen haben den Plan bekommen, wie sie damit umgehen sollen. Natürlich gibt es immer auch Unsicherheiten. Wir haben einen Krisenstab, der immer noch alle auch die Anrufen beraten muss. Und da gibt es Unsicherheiten. Aber alle meine Rückmeldungen vom ersten Schultag, und der war Montag, waren, dass die Schulen wirklich alles versuchen, richtig motiviert sind, top motiviert. Und übrigens auch die Lehrkräfte. Weil immer alle sagen, oh, in der Corona-Zeit waren hier alle irgendwie Risikogruppen und auf dem Balkon. Das ist mitnichten so. Bei uns sind von den 13.000 Lehrern 175 im Homeoffice, weil sie Risikogruppe sind. Die konnten sich alle konsultieren lassen. Und ich möchte es echt nochmal sagen, sie sind hochmotiviert. Die Schulen haben es super vorbereitet, weil alle der Meinung sind, es sind jetzt die Kinder dran, dass wir wieder Bildung machen. Mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben eine Riesenteststrategie drin in dem Programm jetzt. Alle Lehrkräfte, alle Beschäftigten können sich testen lassen, 5-mal bis zu den Herbstferien. Aber es ist jetzt wirklich dran, dass wir Schule machen und sehr gerne auch hybrid dort, wo es ergänzt. Und ich hatte eine andere Schalte mit Herrn Maas und er hat uns sehr eindringlich auch gesagt, hybrider Unterricht macht Sinn, digitaler Unterricht dann, wenn er ergänzend stattfindet. Nur digital ist eine Überforderung von allen Seiten. Aber wenn es ergänzt läuft, ist es gut. Und da müssen wir auch ansetzen und auch die Zukunft lernen. Und das ist ja auch ein bisschen unser Thema, was passiert eigentlich in Zukunft in der Schule. Was können wir machen, um das Lernniveau, was jetzt sehr unterschiedlich ist, ich würde sagen, alle haben bestimmt was verpasst, weniger gelernt als sonst. Und manche mit weniger Ressourcen haben vielleicht fast alles verpasst, um das zu beheben. Haben wir dafür die nötigen Ressourcen? Kann man dafür noch was tun, um das zu unterstützen? Müssen wir irgendwann radikale Maßnahmen wie Kenia ergreifen? Die haben zumindest an den Hochschulen gesagt, wir streichen das ganze Jahr und fangen nochmal völlig von vorne an. Das hoffe ich, müssen wir nicht machen. Wie wollen wir das schaffen?
Wir müssen natürlich sehen, dass das schon ohne Corona der Bildungserfolg doch sehr stark davon abhängt, wie viel Unterstützung am Nachmittag von Eltern geleistet wird oder meinetwegen auch von Nachhilfeinstituten. Das ist leider weiterhin sehr verbreitet und da geht die Bildungsschere sehr stark auseinander. Und das würde jetzt, wenn wir noch weiter das da zuschauen, eben weiter auseinanderlaufen. Und das ist, muss unsere Pflicht sein, auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten natürlich darauf zu schauen, dass alle gleiche Bildungschancen haben, alle die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Jetzt ist die Frage, sind da genügend Ressourcen, sagst du, ich würde sagen Lehrkräfte, Unterstützungskräfte meinetwegen auch, eigentlich vorhanden, um auch jetzt unter diesen Umständen, was ja unsere Vorstellung von Schule, von optimaler Schule ist, zum Beispiel Ganztagesschule zu machen, Ganztagesschule wenigstens anzubieten, denen, die eben am Nachmittag Unterstützung brauchen, haben wir das Personal, wenn wir viele haben, die in Risikogruppen sind. Und da würde ich mir wünschen, dass man darüber nachdenkt, dass man, sicher hat man schon Pensionäre auch geholt und gefragt, ob die zusätzlich unterrichten können, aber möglicherweise wären auch Lehramtsstudenten jetzt einfach mal dran, ein Semester zu pausieren und zu sagen, wir unterstützen jetzt an den Schulen, um eben auch individuelle Förderkonzepte umsetzen zu können. Gut, an dieser Stelle möchte ich mich erstmal bei Kai Marz herzlich bedanken. Vielen Dank für die Beiträge und für die Empfehlungen, die sehr lesenswert sind, auch wenn sie schon ein paar Monate alt sind. Vielleicht gibt es ja bald neue. Dankeschön, bleib gesund. Und noch eine Publikumsfrage. Soran schreibt, ist Bildungsgerechtigkeit dank Corona in noch größere Entfernung geraten? Boah, das kann man, glaube ich, so überhaupt nicht beantworten, weil das so eine klassische... Also es ist so eine theoretische Frage. Ich würde ja sagen, Corona hat, und jetzt kommt wieder eine von diesen Begriffen, ein solches Brennglas gewesen, das offensichtlich wurde, wo es nicht in Ordnung ist. Und das ist in Corona-Zeiten noch verschärft worden. Also Thema Digitalisierung werden wir ausführlicher bereden. Aber da ist deutlich geworden, es gibt die Schulen, die jetzt schon gut ausgestattet sind, wo die Lehrer sich darum gekümmert haben, wo es Schulleitungen gab, die das forciert haben, wo es Eltern gab, die das unterstützt haben. Und es gibt die anderen Schulen. So, und ich glaube, da hat Corona jetzt erstmal gezeigt, was man alles an Rückstand aufholen muss. Und jetzt ist ja die Frage, gibt es diesen Ruck in Politik, in Verwaltung, in Ministerien, bei den Eltern, bei den Lehrern, dass man sagt, jetzt holen wir den Rückstand auf? Ich bin eigentlich ganz optimistisch. Es gab ja einen Koalitionsausschuss, das kann Saskia besser erzählen, noch so unmittelbar vor Corona, wo auch entschieden wurde, dass wir jetzt mal richtig investieren wollen, auch als Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man da ordentlich Geld für Bildung einsetzt, dann würde ich sagen, wird die Bildungsgerechtigkeit nicht größer, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, das mal richtig anzugehen, das Thema. Und das wäre eher meine Motivation, zu sagen, jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken und sagen, alles wird schlimmer, sondern jetzt erst recht. Ja, jetzt sind wir als Bund natürlich in der Lage zu investieren, notfalls Investitionen auch aufzudoppeln oder vorzuziehen oder zu entbürokratisieren, was wir alles mit dem Digitalpakt ein Stück weit auch gemacht haben. Jetzt auch Endgeräte und jetzt auch eben ohne Medienentwicklungsplan oder wenn man nur auf dem Weg ist, kriegt man auch schon die Mittel. Das können wir alles machen als Bund, aber Lehrkräfte besser weiterbilden, mehr Weiterbildung für Lehrkräfte zu ermöglichen oder auch mehr Lehrkräfte einstellen, zusätzliche Unterstützungskräfte, das können wir eben nicht tun, das ist Aufgabe der Länder, dann wäre es allenfalls an uns zu sagen, dann müssen wir im Gefüge noch mal was ändern, damit eben wir da auch unterstützen können, denn da sind wir draußen. Und die Verantwortung auch zu übernehmen, das finde ich wirklich wahnsinnig wichtig, weil, wie Lars ganz richtig sagt, die Bildungsungerechtigkeit war vorher schon da. Und wir hatten gesprochen von Arbeitsplätzen zu Hause und wir hatten gesprochen von Unterstützung zu Hause. Da fehlt es nicht nur an der Technik, da fehlt es schon auch am Bildungshintergrund bei den Eltern oder dass sie eben beide ganztags arbeiten und niemand da ist. Und diese Unterstützungssysteme aufzubauen für alle, damit alle dieselben Chancen haben, das wäre schon ziemlich wichtig. Und deswegen sprechen wir auch gleich über Digitalisierung. Aber vorher noch eine Frage von einem Menschen mit dem wunderschönen Nutzernamen 123 The World is Mind, also Verstand. Warum sollen Kinder in der Schule Masken tragen, aber Erwachsene im Büro nicht? Hat jemand dafür eine gute Antwort? Naja, im Büro sitzt man eigentlich nicht so nah beieinander wie in der Klasse. Das ist tatsächlich der Fall. Und ich glaube, wenn ich es richtig höre von den Schulen, die jetzt die Maskenpflicht eingeführt haben, dann gilt die nicht für den Unterricht, nicht für die Unterrichtssituation, sondern weil das auch zu lang wäre, einfach die Stundenanzahl und man auch sprechen muss und so weiter, sondern in den Pausen und auf den Fluren und auf dem Pausenhof, weil man da eben mit den Begegnungen dann ein bisschen vorsichtiger sein muss.
So, und jetzt endlich Digitalisierung, das Wort, über das sich alle freuen. Und ich freue mich sehr, dass Katharina Zweig jetzt zu uns stößt, Data Scientist und Professorin an der TU Kaiserslautern. Dort leitet sie das Algorithm Accountability Lab. Schön, dass du dabei bist, Nina. Ich würde gerne erstmal dich fragen, wir haben jetzt sehr viel über Schule gesprochen, wie gut hat denn der Unterricht an der TU Kaiserslautern geklappt während der Corona-Zeit, speziell bei dir und deinen Studenten? Ja, tatsächlich hat das Ministerium gerade getwittert, dass 98% der Veranstaltungen absolviert werden konnten, nicht mit abgefragt wurde, auf wie viel Forschung wir dafür verzichtet haben. Aber laut den Umfragen rund um unsere Vorlesungen waren die Studierenden relativ zufrieden mit dem, wie wir digitalisiert haben. Wenn die so zufrieden waren, woran hat es gelegen? Habt ihr ein paar besondere Tipps und Kniffe, die man vielleicht auch auf andere Bildungseinrichtungen wie normale Schulen übertragen kann? Ja, das denke ich schon. Also erstens gibt es das VCRP. Die haben eine riesige E-Learning-Plattform aufgebaut, schon seit Jahren. Die wurde dann plötzlich vierfach so stark beansprucht wie in den Semestern davor. Da haben die Damen und Herren ganz, ganz schnell die Server hochgezogen. Also das heißt, die technische Infrastruktur war da. Wir sind eine technische Universität. Die Geräte waren fast überall ausreichend vorhanden. Wir haben aber tatsächlich auch ein bisschen Geld in die Hand genommen als Fachbereich und haben unsere Studierenden gefragt, was fehlt euch, was braucht ihr noch? Und haben Geräte gekauft und verliehen für diese Studierenden. Und was ebenfalls seit wahrscheinlich schon 10 Jahren gemacht wird, ist, dass jeder neue Professor, jede neue Professorin mindestens eine E-Learning-Veranstaltung schon mal gemacht haben musste. Das gehörte mit zum Einstiegspaket. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man das schon mal gemacht hat, dass man weiß, wie das prinzipiell geht. Und natürlich hat es dann immer noch viel Zeit gekostet, Videos herzustellen oder die E-Learning-Plattform zu befüllen mit Inhalten. Aber wir wussten schon auch alle, was auf uns zukommt. Und ich habe gedacht, naja, wir sind halt Informatiker, das weiß man dann. Aber wir hatten ein Forschungsprojekt mit Kollegen, alles gestandene Männer in der Informatik. Und da hatte ich auch vorgeschlagen, dass wir bei einer Konferenz ja unsere Videos vorproduzieren könnten. Und alle anderen Kollegen, die jetzt nicht so aktiv in der Lehre waren, haben gesagt, nee, oh, Video habe ich noch nie gemacht. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen Nachsicht mit Lehrerinnen und Lehrern haben, die sagen, was wollt ihr jetzt eigentlich alles von mir? Soll ich hier auch noch Videos produzieren? Ich habe das noch nie gemacht. Aber wenn man es wenigstens einmal schon mal gemacht hat und sich mit der Software ein bisschen auskennt, dann ist es alles gar nicht mehr so schlimm. Und deswegen, was ich mir wünschen würde für die Schulen, ist, dass sowohl die Lehrer, die relativ traditionell unterrichten wollen, als auch die Lehrerinnen und Lehrer, die gerne digital gehen würden, dass die notwendige Unterstützung bekommen, um diese einmalige Hemmschwelle gut und sicher zu überschreiten. Ja, ich würde sagen, jetzt, wenn die Schüler und die Lehrer sich wieder im Klassenraum treffen, können die Lehrer sich das ja von den Schülerinnen und Schülern beibringen lassen. Da sind sicher einige dabei, die Videos produzieren können, oder? Du schüttelst den Kopf? Ja, ich schüttel den Kopf, weil diese Videos sind. Ja? Also diese Videos, das ist Digitalisierung versteht, aber eigentlich sind es andere Sachen. Wir haben zum Beispiel, wir nennen das Asynchron und Synchron. Asynchron heißt, dass die Schülerinnen und Schüler oder unsere Studierenden sich die Videos dann angucken, wenn sie Lust haben und Zeit haben. Synchron heißt, man sitzt gemeinsam gleichzeitig vor dem Bildschirm und ist verbunden über Zoom oder irgendwas Ähnliches. Und in diesen Stunden haben wir zum Beispiel eine gemeinsame Tafel gehabt. Und da konnte dann jeder Student mit seiner Maus anzeigen, wo er sich auf dieser Tafel gerade befindet oder hätte was hinschreiben können. Und das muss man didaktisch einsetzen können. Das heißt, Schülerinnen und Schüler wissen vielleicht, wie man ein Video macht, aber wie man das in einen didaktisch gut aufgebauten Unterricht einbaut, das wissen sie nicht. Deswegen glaube ich, dass es hier sinnvoller wäre, wenn Eltern mithelfen würden, wenn Studierende von den Universitäten mit einbezogen würden, und zwar nicht nur die Lehramtsstudierenden, sondern eben auch unsere Informatiker. Ich glaube, dass da viele sind, die gerne ihre alte Schule unterstützen würden mit all diesen Fragen.
Schöne Idee. Okay, und YouTube und TikTok heißt nicht, ein didaktisch vernünftiges Video herzustellen. Hätte ich mir wahrscheinlich auch gleich denken sollen. Jetzt haben wir über Hochschulen, beziehungsweise zumindest eine Hochschule gesprochen. Wir haben viel über Schulen gesprochen. Bettina, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist berufliche Bildung. Wie ist das eigentlich in den letzten Monaten gewesen? Ich weiß zum Beispiel, bei einem meiner Söhne, der Ausbildung macht, da ist die Berufsschule schlicht ausgefallen. Ja? Wir haben gerade keinen Ton von dir. Moment, Bettina. Vielleicht haben wir den im Internet. Hier vor Ort haben wir den nicht. Ich habe es jetzt eingestellt. Ah, super, perfekt. Also bitte nochmal antworten, genau. Sorry. Also es war wie bei anderen Schulen auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, dass als die Schulen im Lockdown waren, waren auch die beruflichen Schulen im Lockdown, aber die sind dann ans Netz gegangen und vor allen Dingen die Prüfungen gemacht haben, die Jahrgänge sind dann in die Berufsschule gegangen und haben auch sehr gut digital gelernt. Also wir hatten vorher, bevor man ahnen konnte, dass Corona kommt, ein Modellprojekt gestartet, gerade in den Berufsschulen. Das hieß oder heißt immer noch Haleo. Das ist digitale Lehre, eine digitale Plattform, wo man in beruflichen Schulen lernen kann, digital. Und das Gute war, dass die Schulen, die beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, die bis dahin da nicht am Netz waren, also in Haleo, sind fast alle, fast zu 100%, ein paar haben es nicht gemacht, aber haben sich an Haleo angeschlossen und haben relativ schnell dann auch Schule möglich gemacht. Wir sind jetzt gerade die Prüfungen ja auch gelaufen, ist ein paar Wochen schon her. Toll, also die Prüfungen sind gelaufen, die konnten ihre Abschlüsse machen. Also auch da, die beruflichen Schulen gerade bei uns im Land haben sich echt angestrengt, um da viel hinzukriegen. Und unsere beruflichen Schulen gehen dann ab September wieder ans Netz. Und auch da versuchen wir, soweit es geht, verlässlichen täglichen Unterricht, auch in Blockunterrichtsformen, wie es eben so ist, in einer beruflichen Schule auch zu ermöglichen. Ich wollte aber auch noch, wenn ich darf, ja, gerne. Noch einen Punkt sagen zum Thema Digitalisierung, was wir gemacht haben. Also wir haben im Land, es ist relativ schnell klar, weil wir brauchen mehr Hilfe, Digitalisierung ist, wir haben schon einen ganz guten Start gemacht, Digitalpakt wird ausgerollt bei uns im Land, also es läuft schon was, aber natürlich war es überhaupt nicht möglich, vom einen Tag auf den anderen in der Krise den Schalter umzulegen und alles super, es läuft, ja, sondern das ist schon eine Riesenanstrengung und genau wie Lars es vorhin beschrieben hat, einige Schulen haben auch schon auf ganz viel aufsetzen können, haben das super gemacht und bei anderen Schulen ging es schwieriger und da haben wir auch von Eltern gehört, die haben sich nicht so oft gemeldet, also das darf man nicht wirklich langfristig dem Zufall überlassen, in welcher Schule das Kind ist, ob es gute digitale Bildung kriegt oder nicht. Insofern müssen wir daran. Wir haben dann relativ schnell auch vor den Ferien noch eine tolle Lernmanagement-Plattform losgelegt für die allgemeinbildenden Schulen. It's Learning, machen wir ein bisschen Werbung, wirklich ein Top-Lernmanagement-System. Das wird jetzt, alle Schulen dürfen da sich anschließen, erstmal freiwillig. Wir versuchen auch so gut wie möglich über Webinare, über Tutorials auch, dass die Lehrkräfte da mitgezogen werden, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch gerade gehört haben, dass natürlich für mich steht und fällt gutes Lernen, gute Lehre sowieso mit den Lehrkräften, aber bei der digitalen Lehre natürlich müssen wir die Lehrkräfte da mitnehmen. Wir brauchen Fortbildung, wir brauchen wirklich auch Unterstützung und da müssen wir jetzt ran. Also, wir versuchen da richtig auch Gas zu geben, aber wie gesagt, es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Wir können den Hebel nicht einfach umschalten, aber ich glaube, wir müssen diesen Bereich aus der Krise rausretten und eine gute, ergänzende, unterstützende digitale Lehre ergänzend zum Präsenzunterricht eigentlich etablieren, auch für die Zukunft in unseren Schulen. Also es gibt übrigens sehr viele Fragen auch zum digitalen Unterricht hier. Saskia, du möchtest jetzt gleich was dazu sagen, bitte, ja? Ja, ihr habt jetzt beide was sehr Wichtiges gesagt. Nina hat gesagt, wir müssen die Lehrkräfte, die noch ganz im Analogen sind, genauso unterstützen wie die, die eigentlich schon mal losbrechen wollen. Und so ist es auch mit den Schulen, die auch sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, wir haben eine ganz wichtige Verabredung getroffen im Konjunkturpaket, was vielleicht das eine oder andere Detail ja auch untergegangen ist. Nämlich, dass wir uns bereit erklären, als Bund jetzt eben Leute auszubilden und zu beschäftigen, die an die Schulen gehen, um genau dabei zu unterstützen. Die laufen jetzt unter dem Begriff Administratoren. Das klingt so ein bisschen
wie Terminator. Ich glaube, um das Thema geht es nicht. Und es geht auch nicht wirklich nur darum, jetzt das Netz zu verwalten, den Server morgens einzuschalten, sondern es geht darum, wirklich die Schulen zu unterstützen. Und ich glaube, dass wir damit einen ganz wichtigen Hebel auch haben, um eben die Schulen, die noch im, sagen wir mal, Dornröschenschlaf des Analogen liegen, jetzt aufzuwecken, wach zu küssen oder wie auch immer. Bitte sehr. Also das Problem ist, ich muss mir überlegen, ob ich überhaupt was sagen soll, weil eigentlich muss man weiter ausholen. Also ich habe jetzt ein paar Aussagen jetzt gehört, wo ich jetzt nicht ganz so mitgehe. Also zum Beispiel das Ergänzende, Unterstützende sehe ich völlig anders. Weil eigentlich, wenn es um Zukunft geht, um Digitalisierung geht, geht es nicht darum, irgendwie als Add-on es zu denken, sondern eigentlich, wir haben kulturellen Wandel und ich muss einfach Dinge komplett neu denken. Und als jetzt vorhin die Prüfungen genannt wurden, ist das beste Beispiel eigentlich, wo man sieht, wie absurd eigentlich die ganze Entwicklung mittlerweile ist. Also es gab im Netz zum Beispiel, hat man jetzt, kursierte dann dieses Formular, was Studierende unterschreiben mussten vor der Prüfung, mit dieser Protector-Software, wo dann Leute überwacht werden bei der Prüfung und man schauen kann, was auch wirklich passiert, wo man merkt, das ist so völlig unzeitgemäß. Das heißt, wenn ich vom digitalen Wandel spreche oder vom kulturellen Wandel spreche, muss ich überlegen, welche Prüfungen brauche ich eigentlich. Und die Prüfungen sind eigentlich so dieser Elefant im Raum, weil eigentlich genau darauf hinausläuft. Als vorhin gesagt, wo diese Lernrückstände, von denen gesprochen wurde, geht es eigentlich um Prüfungen, weil man nicht genau weiß, die Sachen, die werden später abgeprüft. Und am besten wird es eigentlich deutlich bei Prüfungen, wenn man sagt, das, was eigentlich heute das Lernarbeiten nicht ausmacht, das heißt, sich auszutauschen, sich zu informieren, sich zu vernetzen, gemeinsame Dinge zu arbeiten, all das gilt in der Prüfung als Betrug. Und dann merkt es eigentlich deutlich, woran es eigentlich gerade scheitert. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es gar nicht darum geht, und ist meine Skepsis und meine Sorge, dass wir eigentlich gerade von einem Provisorium ins nächste irgendwie hüpfen und versuchen eigentlich nur so alles so ein bisschen zu reparieren, anstatt die Dinge mal grundlegend einfach neu zu denken und sich dafür auch die Zeit zu nehmen. Also wenn man sagt, man möchte Schulen unterstützen, muss man eigentlich Schulen die Zeit geben, dass diese Entwicklung, diese Schulentwicklungsprozesse auch stattfinden können. Und die können nicht on top gedacht werden. Das heißt, es müssen Freiräume freigeschaffen werden, es müssen Ressourcen angebuttert werden, damit Schulen genau diesen Weg gehen können. Bitte. Jetzt stelle ich mal eine Frage. Ich hoffe, du erlaubst das. Aber, ja, natürlich. Aber die ist schon besser als meine. Gut. Nein, aber also es geht ja in diesem Format auch darum zu fragen, was lernt man jetzt für die Zukunft? Und ich meine, da würde mich natürlich genau das von dir interessieren, Dejan, dass du sagst, das sind die 3, 4 Punkte, die du von der Politik jetzt erwartest. So, eine Vorbemerkung noch, oder eine Bemerkung, bevor du antwortest. Das Ergänzen oder das Hybride ist ja eigentlich genau ausgelegt, dass man jetzt durch diese Pandemie durchkommt. Also das ist ja, ne, also ich stelle mir vor, du hast jetzt wieder Schulen, wo dann auf einmal, keine Ahnung, es dann doch nicht geht, wo du Fälle von Corona hast, wo du sagst, du musst den Unterricht runterfahren, dann möchte ich nicht nochmal in den Zustand kommen, dass da nichts passiert. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sozusagen das Digitale auch als Backup gerade zu haben in dieser Phase. Aber die Frage, was muss jetzt grundlegend passieren, nennen uns hier ein paar Ideen. Also ich meine, dafür diskutieren wir, glaube ich, auch. Und siehst du, fantastische Frage. Also Nina Zweig, ich habe gesehen, dass du dich gemeldet hast, bist auch gleich dran. Also deine 3, 4 Ideen. Ich bin auch hellhörig geworden und gesagt, die Schule braucht Zeit. Mhm. Da habe ich gefragt, ist das ein Tag pro Woche, wo nicht unterrichtet wird? Oder meinst du ein halbes Jahr Pause, kein Unterricht und wir überlegen uns alle was? Also was heißt Zeit? Ja? Also, aber bitte erstmal lassen. So wie ihr es am Anfang schon gesagt hat, was in dem Fall jetzt eben alle schon so ein bisschen vor Jahren diskutiert haben, gibt es natürlich in dieser Bildungsbubble auch einfach im Netz Menschen, die schon vor Jahren Dinge angedacht haben und schon Sachen vorgeschlagen haben, die man jetzt aufgreifen könnte. Also zum Beispiel diese Geschichte von dieser Google 20% Time, dass man sagt, ein Schultag ist dann im Endeffekt Zeit, um Entwicklung laufen zu lassen, also Schulentwicklung, Projekte, das wäre so eine Möglichkeit, wo ich jetzt schwören würde, wenn man das einführen würde, dass man nicht eigentlich an Inhalten, die man sich so vornimmt, dass man die nicht erreichen würde, im Gegenteil, aber zusätzlich den Freiraum hätte, um wirklich Schulentwicklung stattfinden zu lassen. Das heißt, das wäre zum Beispiel so eine Sache, die man auf jeden Fall machen könnte. Ich glaube auch tatsächlich, dass man eigentlich vorhin hat das, was Kai gesagt hat, das war für mich eigentlich das Entscheidende. Er hat gemeint, dass es so schwierig ist mit der Kommunikation. Ja? Und also wie Dinge jetzt irgendwie von oben nach unten transportiert werden, wie heute die ganzen Kanäle verlaufen. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, dass eigentlich haben die Situation, wo gerade ganz viel relativ schnell passiert, sich ändert. Und ich habe eine hierarchische Struktur, wo relativ erstmal warten muss unten, bis alles oben angekommen ist. Oben wird dann diskutiert, entschieden, dann wird es noch unten kommuniziert. Und bis wir da unten angelangt ist, ist unten schon alles schon völlig überholt. Und das ist natürlich kein Zustand. Und das ist aber eine strukturelle Frage. Und deswegen glaube ich, dass man eigentlich, wenn man jetzt Schulen, die so arbeiten lassen möchte, dass man Strukturen schaffen muss, wo relativ viel Freiraum entsteht, wo Schulen eigentlich genauso arbeiten können. Das heißt, einen Rahmen zu bieten, Unterstützungsangebote zu bieten, damit die ihren Weg gehen können. Das wären so grobe Ideen. Mhm. Und ich gebe aber auch Lars völlig recht, also klar, das Digitale muss auf jeden Fall, deswegen würde ich auch tatsächlich sagen, ich glaube,
grundsätzlich, also Prio 1 wäre erstmal die Infrastruktur zu gewährleisten, die Technik zu gewährleisten, dass wirklich eben auch Kulturzugang da ist, dass die technischen Geräte da sind. Das ist erstmal das Wichtigste überhaupt, dass falls eben dann so eine zweite Welle kommen sollte, dass möglichst viele Menschen den Zugang einfach haben und dass Kommunikation gewährleistet werden kann. Das wäre für mich auch erstmal Prio 1. Aber langfristig bedacht, das ist, was ich im Prinzip meine, eigentlich müssen wir jetzt auch schon langfristig denken und nicht nur immer so von nächsten Monat hinein, wo will ich eigentlich hin? Und dafür muss ich schon einfach konzeptionell einfach arbeiten und strukturell einfach Dinge verändern. Es sind übrigens viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch bei dir. Also einige schreiben zum Beispiel auf jeden Fall Endgeräte jetzt für Kinder aus Familien, die sich das nicht leisten können. Andere schlagen sogar eine bundeseinheitliche Schul-App vor. Ich weiß, das ist immer vielleicht ein bisschen schwierig mit wofür sind die Länder und wofür ist der Bund zuständig. Aber die Idee ist zumindest da, ja, das einfach mal eine Struktur zu schaffen, die wirklich überall genutzt werden kann. Aber Nina, du wolltest gerne was dazu beitragen. Bitte. Ja, ich glaube, zwei Punkte. Das eine ist die Frage der Bildung. Das hat nicht gut geklappt jetzt im Sommer in den Schulen. Und ich habe vermisst, dass die Lehrerinnen und Lehrer unseren Kindern helfen, Struktur zu bekommen in den Tag und miteinander zu arbeiten. Ich denke, das ist auch das, was Dejan sagt. Sie müssen nachher in der digitalen Welt vor allen Dingen mit digitaler Software und in Person zusammenarbeiten können. Und gerade diese Unterstützung hat gefehlt. Wenn ich sehe, was wir für unsere Studierenden alles getan haben, damit die miteinander ins Arbeiten kommen, dann war das eine ganz andere Form von Unterstützung, wenn viel, viel mehr zeitliche Strukturen denen vorgegeben. Und trotzdem kommen die Studierenden auf uns zu und sagen, ihr hättet uns noch mehr helfen können, dass wir uns untereinander mit den Inhalten auseinandersetzen. Und das wäre schon auch der zweite Punkt. Ich glaube, wir sollten für die Zukunft uns gut überlegen, wo brauchen wir den Lehrenden im Raum und wo brauchen wir das nicht. Und wir haben bei unseren Veranstaltungen so zu machen, dass die Teile, die stark theoretisch waren, die haben wir asynchron gemacht über Videos. Dann haben wir die Studierenden gebeten, diese Inhalte untereinander zu diskutieren und dann nur noch die Fragen, die übrig geblieben sind, wieder an uns zu richten. Dann hatten wir verschiedene Experten, die sich dann um diese Fragen gekümmert haben. Und ich denke, das ist eine langfristige Perspektive, herauszubekommen, wo wir Inhalte haben, die sich besser in kleinen Schülerinnengruppen diskutieren lassen und wo die Inhalte sind, die dann tatsächlich das Personal benötigen und wo wir dann effizienter sein können. Und das wäre schön, wenn wir das einmal gemeinsam entwickeln, sowohl von den Hochschulen bis in die Schulen und in die berufliche Ausbildung. Vielen Dank. Ich habe beide Meldungen gesehen. Bettina, deine habe ich gesehen, aber Saskia hat schon länger ihre Hand gehoben. Saskia, bitte. Ganz kurz vor dir, Bettina. ich will mal irgendwie lösen und dazwischen was sagen. Was können wir eigentlich als Schritte da in die richtige Richtung machen? Eben nicht jetzt einfach nur Präsenzunterricht nach Hause verlagern, wenn die Schule zumachen muss für 14 Tage, weil Quarantäne, sondern vielleicht Methoden zu finden, die Dinge verbinden. Und da wäre zum Beispiel der verdrehte Klassenzimmer, der Inverted Classroom zu nennen, dass eben die Schüler zu Hause Vortrag quasi konsumieren können und sich einen Vortrag auch dreimal angucken können, wenn sie beim ersten Mal nicht verstanden haben, anhalten, unterbrechen, mal was nachgucken, miteinander telefonieren, was auch immer. Und das Üben und Vertiefen, was normalerweise die Hausaufgaben sind, das machen die dann in der Schule. Weil da sind eigentlich Lehrkräfte Fachleute dafür, ja, dabei zu begleiten und nicht vorzutragen alleine. Ja. Und deswegen so eine Ideen, um auch andere Strukturen zu entwickeln und eine andere Vorgehensweise auch zu entwickeln, das wären auch Schritte, die vielleicht beides jetzt im Moment ermöglichen und begünstigen könnten. Mhm. Danke. Bettina? Ja. Ich wollte nochmal auf diese Diskussion gerade eingehen. Was müssen eigentlich Kinder und Jugendliche lernen für später und dass wir bloß nicht den Fehler machen sollten, jetzt aus der Krise heraus irgendwie ein Add-on zu diskutieren und was jetzt sein muss, sondern eigentlich wirklich nach vorne diskutieren. Ich finde das, ehrlich gesagt, bildungspolitisch die spannendste Frage. Was müssen wir eigentlich für Kompetenzen vermitteln für die Zukunft, dass Kinder zukünftig in dieser Welt sich irgendwie zurechtfinden, in dieser Welt der Digitalisierung, aber auch des Informationsüberflusses. Was müssen Kinder, was müssen wir Kindern eigentlich mitgeben? Und es ist sicherlich nicht das Sitzen und alleine pauken und dann Richtung Zensur, Bulimie lernen, sondern es ist Teamwork, es ist soziale Kompetenzen, es sind ganz neue Kompetenzen, auch, die wir brauchen. Und da trifft es sich mit Digitalisierung. Und diese Diskussion können wir wahrscheinlich heute nicht bis zum Ende führen, aber
Das ist eigentlich die spannende Frage und das ist, was wir verbinden müssen mit natürlich der Grundlage. Alle Schulen müssen jetzt erstmal digital ausgerüstet werden. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Kinder auch wegen der sozialen Gerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit ausgestattet sind. Aber das ist ehrlich gesagt, jetzt kostet was, aber es ist simpel. Wir müssen aber, und das meinte ich vorhin mit der Fortbildung auch und mit der, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, dass wir auch uns darüber diskutieren und dann auch Lehrkräfte verbinden, also dass sie es auch können, nämlich all diese Fragen auch in ihren Unterricht mit einzubinden und mit den Kindern zusammenarbeiten. Das ist vielleicht auch eine ganz neue Haltung von Lehrkräften. Was muss eigentlich eine Lehrkraft tun? Das ist vielleicht auch eher ein Coach oder ein Moderator oder eine Moderatorin. Also neue Rollen auch drüber nachdenken und all das ist Teil von der digitalen Welt, eines auch neuen vernetzten Arbeitens, vernetzten Denkens. Also das ist ein Riesenthema, auch für Schule. Und deswegen bin ich so davon überzeugt, dass wir auch neue Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung brauchen, um in diese neuen Formen des Lernens auch hineinzugehen. Und das finde ich die spannende Debatte eigentlich. Dass wir dafür Geräte brauchen, ist völlig klar. Endgeräte und Breitbandausbau und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, die Grundlage. Ich genieße das, wie unser Gespräch sich entwickelt. Ich sehe aber, dass wir nur noch 7,5 Minuten Zeit haben. Deswegen ab jetzt vielleicht ein bisschen knappere Antworten, weil so zu 3-4 Punkten möchte ich auf jeden Fall heute noch kommen bis 8 Uhr. Dejan, du hattest dich aber gemeldet, ja, bitte. Ich würde dann gerade das aufgreifen, was Sie jetzt gesagt haben, was das Lars vorhin gefragt hat. Und zwar es geht um den Rollenwandel, um die Haltung. Also die Frage ist natürlich, was müssen eigentlich Schülerinnen und Schüler lernen, dass sie zum Beispiel jetzt auch morgen wieder besser zu Hause lernen könnten, wenn es einen Lockdown gäbe. Und man hat gesehen, dass eigentlich da gut funktioniert hat, wo einfach Schülerinnen und Schüler vorher schon selbstständig lernen konnten. Das heißt, wo dann eben der Lehrer eine völlig andere Rolle im Klassenraum schon angenommen hat. Das heißt, wenn ich in dem Fall befähigt wurde, selbstständig zu lernen, dann war ich jetzt zu Hause eigentlich in einer Position, wo es trotzdem einigermaßen funktioniert hat. Wenn ich natürlich Unterricht hatte, wo der Lehrer extrem wichtig und große Rolle gespielt hat, an dem Fall die Aufgaben verteilt, ganz kleinschrittig und ganz klein erklären muss, was er zu tun hat und dann natürlich das wegfällt, habe ich ein Problem. Das heißt, es muss also ein Lernen stattfinden, wo eben Menschen befähigt werden zu lernen. Und das hat natürlich auch mit einer Rolle zu tun, mit der Kultur der Digitalität, weil ich einfach zum Beispiel auch zu Hause sitzen kann und trotzdem kollaborativ arbeiten kann. Das heißt, ich kann ja gemeinsam an Dokumenten arbeiten, obwohl ich nicht physisch am gleichen Ort bin oder zu unterschiedlichen Zeiten. Und im Prinzip geht es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, um Reformpädagogik, die einfach jetzt nur noch möglich wird. Okay, super. Dann ist das jetzt die Stelle, um erstmal vielen, vielen Dank zu sagen, Katharina Zweig. Danke für den tollen Input und hoffentlich bis bald. Und jetzt, ich fand das sehr schön, Bettina, du hast ja gesagt, naja, das mit der Digitalisierung, das kriegen wir schon hin, das ist vergleichsweise einfach, dafür brauchen wir nur Geld. Ich will da trotzdem aber nochmal speziell dich, Saskia, weil du schon so lange dich mit digitaler Bildung auch beschäftigst, fragen. Also, was muss jetzt noch passieren, damit endlich der große digitale Ruck durch die Schulen geht? Und was kann der Bund dafür tun? Ja, es ist tatsächlich so etwas ganz Unterschiedliches, was da passieren muss, weil die Schulen in so einem unterschiedlichen Zustand, Entwicklungsstand sind und Lehrkräfte so unterschiedlich sind und übrigens auch Schüler und Eltern natürlich, je nachdem, was die auch für eine Praxis genossen haben. Dejan hat gerade was Wichtiges angesprochen. Können die selbstständig lernen, ja oder nein? Sind die da drin trainiert, selbstorganisiertes Lernen? Da hast du ganz andere Möglichkeiten, als wenn du Schüler hast, die eigentlich mehr oder weniger Frontalunterricht gewöhnt sind. Und jetzt ist der weg und die sollen selber was organisieren, ist ja klar. Aber am Ende brauchen wir ja auch im Berufsleben und im zivilgesellschaftlichen Leben keine Menschen, die Anweisungen ausführen oder Vorträge anhören, sondern die machen. Und deswegen müssen wir natürlich an den Schulen ins Machen kommen. Und dazu braucht es Mut und Unterstützung. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Unterstützungspersonen, die wir an Schulen auch schicken könnten, damit Schulentwicklung möglich wird, aber auch Freiräume und Zeit, zeitliche Freiräume und auch Freiräume des Mutes, eben jetzt nicht an den Stoff zu denken, den man dann verliert, wenn man einen Tag nicht unterrichtet, sondern zu überlegen, was gewinnen wir dadurch an Potenzialen. Das wäre, glaube ich, der richtige Weg. Und dann wäre noch eine Frage, die sich auch ein bisschen speist aus dem, was die Leute hier schreiben. Und das ist ja übrigens auch diese Art zu arbeiten, von der Dejan gerade gesprochen hat. Jemand schreibt mir das hier in ein Dokument und ich kann es sofort lesen, was im Internet gefragt wird. Also, die meisten Leute befürworten übrigens Digitalisierung. Einer sagt, so ein Quatsch hat in der Grundschule nichts zu suchen. Also auch da gibt es nochmal eine Debatte. Ja, aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie es um die Veränderung geht. Es gibt hier Leute, die selber Lehrer sind, die sagen, woher soll erstmal das Personal kommen? Darüber machen die sich Sorgen. Ganz banales Problem. Ja? Andere jubeln und sagen, toll, Prüfungen abschaffen, Noten abschaffen, Schule völlig von Grund auf neu denken. Ein bisschen wie du es ja auch angesprochen hast, Dejan, sagt, es gibt ja auch andere Modelle. Ich würde aber gerne trotzdem auch diese Frage mal stellen. Die Utopie,
das alles neu zu machen, die ist ja toll. So. Aber die Utopien gibt es schon lange und es fließt immer nur ein ganz bisschen was in die Schulen. Bettina, vielleicht an dich die Frage. Also man würde ja meinen, Bildung ist Landessache. Du bist ja eine sehr pragmatische, kluge Frau. Wenn du dich morgen mit deren zusammensetzt, warum könnt ihr nicht übermorgen einfach mal für ein Jahr ganz anders Schule machen? Also erstmal würde ich total gerne mit deren zusammensetzen und über Schule reden. Fände ich super interessant. Naja, also Schule ist schon ein großes System und den einen Kommentar, den du gerade vorgelesen hast, also fangen wir mal ganz beim Grundlegenden an, wo sollen die Lehrer herkommen, da ist ja schon was dran. Also wir haben ja auch im alltäglichen Leben, also ich habe jetzt auch gerade ein neues Schuljahr und mir fehlen noch ein paar Lehrer und das ist so die Grundlage dafür, dass wir da vorne einen Lehrer stehen haben oder vor dem Bildschirm, wie auch immer. Also es gibt schon, es ist eben ein System, was man nicht von einem Tag auf den anderen verändert, aber wir müssen diese Debatte führen und ich möchte jetzt auch mal eine Lanze brechen für unsere Schulen und für die Lehrkräfte. Ganz viel läuft nämlich in den Schulen schon, also nicht in allen und nicht überall, aber es ist schon so, dass die Lehrkräfte auch Dinge ausprobieren und auch Lust haben auf andere Formen des Lernens. Also so wie ich noch zur Schule gegangen bin, das ist schon lange passé, es gibt ganz viele Lehrer, die viel ausprobieren und ganz neue Formen auch unterrichten und wo Schülerinnen und Schüler auch sehr viel Freiheiten haben. Aber ich bin da bei Birjan total, die Kinder müssen lernen, wie man selbstständig lernt und die müssen die Freude am Lernen behalten und manchmal schaffen das die Schulen nicht. Und warum wir es nicht von heute auf morgen schaffen, okay, ist eine gute Frage, aber ich finde, wir sollten anfangen, vielleicht dann noch stärker nachzufangen, es zu diskutieren und zu verändern. Dankeschön. Lars? Nur zwei kurze Gedanken, also weil ich gar nicht will, dass das so pessimistisch ist. Ja? Dass der ganz wesentliche Unterschied zu vor Corona ist, dass wir jetzt gerade gesehen haben, dass es doch irgendwie funktioniert. Also diese ganzen Verweigerer von Digitalisierung und das kennen wir in der Politik auch. Ja, ich meine, sage ich jetzt auch mal, ich kenne genug Leute, hättest du denen gesagt, wir machen jetzt mal eine Präsidiumssitzung der SPD als WebEx-Konferenz, hätten die vor Corona gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Jetzt habe ich Leute, die sagen, können wir das nicht dauerhaft beibehalten. Und diese Digitalisierungsverweigerer, auch im Bildungsbereich, die haben jetzt gesehen, es funktioniert irgendwie. Und jetzt müssen wir gucken, dass es besser wird. Und das Zweite ist, ich habe ein total tolles Modell jetzt gesehen, wo Schulleitungen, Lehrer sich mit Eltern und Schülern hingesetzt haben, auch in den Ferien und darüber beraten haben, was hat eigentlich gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert, was müssen wir in unserer Schule anders aufstellen. Und ich glaube, wenn das so ein gemeinsamer Prozess ist, ne, dann kann das eine Schule auch total stärken. Dann ist nur die Frage, sagt die Politik am Ende noch Rahmenbedingungen so, dass das möglich ist, was ihr euch überlegt, oder kommt der Hammer aus der Landeshauptstadt und das geht alles nicht. Das ist dann frustrierend. Aber ich will es nicht negativ darstellen, weil nochmal, die Chance ist jetzt wirklich da, Sachen grundlegend zu verändern. Ja, du siehst ja auch, dass Bewegung reingekommen ist. Ich hoffe, dass die Leute, die früher Online-Verweigerer waren, jetzt nicht zu Präsenzverweigerern werden in der SPD. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wir müssen heute, glaube ich, ein paar Minuten draufgeben, denn eine Frage will ich auch vor der Abschlussrunde noch mal ansprechen. Wir haben darüber gesprochen, was für eine harte Zeit für Eltern das zum Teil waren. Die Homeoffice hatten und dann hatten die auch noch Homeunterricht. Ob die selber ein ausreichend gutes Gerät hatten oder gar mehrere, steht völlig in den Sternen. Aber auch wenn nicht Corona, es gibt viele Eltern, die sich extrem in der Familie engagieren. Und ich glaube, da gab es auch aus der SPD doch mal ein paar Ideen, wie man das erleichtern und honorieren konnte. Oder war da nicht mal sowas? Familienarbeitszeit und so weiter und so fort? Was ist daraus geworden? Ja, da ist mal was gewesen. Und dieses wirklich sehr, sehr gute Modell, das Manuela Schwesig hier mal als Familienministerin entwickelt hat, aber eben nicht umsetzen konnte, weil wir nicht den richtigen Koalitionspartner hatten. Das bedeutet, dass Eltern sich für eine Zeit in der Arbeitszeit partnerschaftlich zurücknehmen können. Nicht so wie immer, dass die Frauen halbtags arbeiten, die Männer ballern weiter, sondern man macht es gemeinsam. Das entspricht auch dem Familienmodell, das viele Eltern mittlerweile durchaus auch partnerschaftlich tragen. Wir wollen gemeinsam uns Zeit für unsere Kinder nehmen. Die größte Mangelressource in Familien ist Zeit. Die stehen wahnsinnig unter Zeitdruck. Und deswegen die Möglichkeit, gemeinsam Arbeitszeit zu reduzieren, dabei Unterstützung zu bekommen vom Staat, das ist das Modell der Familienarbeitszeit. Okay, dann hoffen wir, dass vielleicht auch jetzt einfach die Zeichen der Zeit vielleicht einfach günstiger sind und in dieser Richtung wieder was passiert. Das wäre sicherlich eine gute Sache. Ich möchte euch jetzt nochmal alle fragen, was ihr mitnehmt aus dieser Diskussion. Vielleicht auch, was die nächsten Schritte sind, die ihr unternehmen könnt, um das umzusetzen, was wir besprochen haben. Bettina, ich hatte dich in der Anfangsrunde als Letzte gefragt, jetzt frage ich dich dafür als Erste. Ich,
nehme aus der Diskussion mit, dass diese Frage, wie können wir die Schulen digitalisieren und auch wie geht es eigentlich weiter nach Corona, was können wir aus der Corona-Zeit lernen, unheimlich spannend ist und dass wir nicht aufhören dürfen und wirklich aufpassen müssen, wenn es dann alles wieder hoffentlich irgendwann normal wird und wir die Pandemie überstanden haben, dass wir dann nicht wieder in den alten Modus in der Schule zurückfallen, sondern wirklich gucken, wo haben wir was gelernt und wie können wir das auch retten. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Länder und meine Kolleginnen und Kollegen Bildungsminister ja jetzt auch anschaffen können, Geräte. Wir haben zusätzliche Ressourcen und ich wünsche mir, dass wir die Diskussion führen, was ist eigentlich, was müssen Kinder für später lernen und wie können wir das umsetzen, was nehmen wir aus der Corona-Krise mit. Dankeschön. Lars, du bist am Anfang gekommen mit frischen Eindrücken aus dem Wahlkreis. Wie sind jetzt deine frischen Eindrücke aus der Diskussion? Na, ich gebe zu, da ich ja die Bundestagswahl jetzt auch vorbereite, ich überlege so die ganze Zeit, braucht man jetzt nicht eigentlich so ein großes Programm digitale Bildung als einen der zentralen Schwerpunkte im Regierungsprogramm. Ja, ich glaube halt wenn du jetzt was aufschreibst, 1,5 Jahren ist die Wahl, dann in 2 Jahren setzt du es frühestens um. Die Zeit haben zu wir spät. Eigentlich nicht. Ja, also deswegen mal gucken, was man jetzt noch mit der Union hinkriegt und den Rest müssen wir dann vielleicht ins Wahlprogramm reinschreiben. Aber der Hauptpunkt für mich ist das eigentlich, was Dejan gesagt hat, und da ertappe ich mich ja selbst, dass du immer so denkst, okay, du brauchst jetzt die Tablets, du brauchst die Laptops, du brauchst die Whiteboards, aber es geht eigentlich um was ganz anderes noch obendrauf, und das ist die Frage anderes Denken, anderes Lernen. Und das ist mir nochmal deutlich geworden heute Abend. Also das Kurzfristige, wie kriegst du es bei einer zweiten Welle, wie kriegst du es hin bei einer Phase, wo du vielleicht Schulen kurzfristig wieder schließen musst, dass da keine Verluste sind für die Schülerinnen und Schüler, aber das Eigentliche kommt mit der Digitalisierung und das ist unabhängig von Corona, nämlich die Frage, wie veränderst du Lernen grundlegend. Mhm. Dejan, du als Apostel besserer Bildung, wo verkündest du als nächstes? Wen musst du bekehren? Ach, ich muss gar niemanden bekehren. Ich glaube aber, also eine Erkenntnis des Abends ist für mich, wie nach jeder so einer Runde, dass eigentlich wir mehr miteinander sprechen müssen. Also ich glaube, was vorhin Lars gemeint hat, auf die Schule bezogen, dass man sich zusammensetzt, wo alle Beteiligten dann da sitzen und sagen, was hat funktioniert, weshalb hat es funktioniert, wo können wir es besser machen. Ich glaube, das braucht es einfach in verschiedenen Konstellationen, so wie auch heute Abend. Und ich glaube, da muss man einfach auch dabei ansetzen. Und für mich persönlich geht es beruflich insofern weiter, dass ich jetzt nochmal im Bereich Fortbildungen andere Sachen machen werde, also zum Beispiel so Barcamps anbieten werde, um diese neuen Formate und eine neue Haltung zu bekommen und ein völlig neues Format. Und auch so demokratische Beteiligungskonzepte, sowas wie Aula, wo einfach dann nochmal Schule und Digitalisierung nochmal anders einfach ansetzt. Also das sind so Dinge, die ich jetzt für mich privat mal versuchen werde, auf Landesebene auszurollen, vielleicht auch auf Bundesebene, vielleicht auch in anderen Bundesländern. Ich blicke mal so rüber. Okay, wenn ihr Hilfe braucht, ich habe lange hinterm Tresen gestanden, also bei Barcamps bin ich immer dabei. Super, vielen Dank. Saskia, was nimmst du mit? Was ist das, was du denkst, oh, da rufe ich gleich morgen den an und das führt dich ein? Ja, ich denke, man muss einfach nochmal sagen, Corona ist also eine schwerwiegende Belastung für unser Gesundheitssystem, für unsere Wirtschaft gewesen. Und viele leiden unter dieser Pandemie in verschiedenster Hinsicht. Aber da stecken Chancen drin. Und das ist was ich heute Abend nochmal empfunden habe, dass wir wirklich Chancen haben, jetzt offene Fenster für Veränderung vorzufinden an ganz vielen Stellen. Und die sind auch in den Schulen da. Und da habe ich jetzt wirklich auch Lust drauf, das zu unterstützen. Mit den verschiedenen Mitteln, die wir haben. Erstens können wir natürlich Geld geben, investieren, aber wir können einfach auch Gespräche führen. Wir können solche wie heute Abend oder anderswo führen, die Veränderung ermöglichen, die durch den Austausch auch neue Ideen irgendwo reintragen. Und ich habe auch festgestellt, dass wir Mut zur Zeit haben, um mit Provisorien klarzukommen. Und das ist auch wirklich richtig notwendig. Denn dieser Perfektionismus, den wir alle haben, dass wir glauben, es müsste alles super perfekt sein, das darf auch an Schulen nicht so vorgedacht werden, dass jetzt jede Lehrkraft denkt, ich muss ein Video machen wie diese professionellen Videos, sondern es wäre einfach mal gut, wenn man mal anfängt. Fangt doch einfach mal an und macht und probiert euch aus und habt Lust darauf. Wir haben es als Partei gemacht. Wir machen auch diese, wie Lars gesagt hat, hybriden und digitalen Veranstaltungen. Klappen zur Hälfte richtig gut. So mehr als die Hälfte, okay. Aber manchmal geht auch was schief, was soll es denn, ja? Es ist okay. Also ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Ich finde, am heutigen Abend ist nichts schief gegangen. Auch die Technik hat gehalten. Vielen Dank an die Technik. Vielen Dank für alle, die hier mit uns gesprochen haben. Ich möchte mich ganz persönlich bedanken, weil ich das super finde, dass ihr euch die Zeit nehmt, über diese Sachen zu sprechen.
Und ich weiß natürlich auch, wie viel Mühe ihr habt, das dann zu umzusetzen oder zu versuchen, auf jeden Fall umzusetzen. Vielen, vielen Dank aber auch an alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank für den extrem umfangreichen Input. Ich kann versichern, auch alles, was ich hier nur mal in so einem Halbsatz zusammengefasst habe oder angerissen habe, es wird sich alles angeguckt. Damit beschäftigen sich alle hier in der Partei wirklich ausführlich und wollen wissen, wie ihr denkt. Insofern sage ich herzlichen Dank und ich freue mich schon auf den nächsten Zukunftsdialog miteinander. Dankeschön, schönen Abend noch.